Ja, servus Leute. Ich hatte ja schon mal einen günstigen USB-DVB-T2-Stick aus China in meinem BMW, einem Android-System getestet. Erfolgreich, und es hat auch wirklich einwandfrei funktioniert. Und da ich aber jetzt mittlerweile ein Android 8.0 Radio von Azure verbaut habe, wollte ich auch nochmal testen, ob dieses günstige Teil auch mit Android 8.0 einwandfrei funktioniert. Und das Ergebnis könnt ihr jetzt in diesem Video sehen. Nein, wo kommen wir denn da hin? Du kannst mir noch so schöne Augen machen, daraus wird nichts, Kollege. Ach, schön, weil du es bist. Also ich stehe jetzt hier in der Rhön am Arsch der Welt. Das Wetter ist auch nicht das Beste. Wenn ihr also im Rhein-Main-Gebiet seid oder auch in Bereichen, wo besserer Empfang gewährleistet ist, dann wird das noch besser funktionieren. Aber selbst hier sollte der Empfang okay sein. Wir probieren das jetzt gleich mal. Das Ganze läuft also über einen USB-Stick. Den hatte ich schon mal in meinem BMW getestet mit einem anderen Android-System. Das hat super funktioniert. Und jetzt habe ich den auch hier in dem Android 8.0 Radio von Azure installiert. Ich zeige euch den dann gleich auch nochmal. Und zwar ist das diese App hier. Jetzt fragt er mich, ob er auf das USB-Gerät zugreifen darf. Das darf er. Ich mache extra nicht das Häkchen standardmäßig für dieses USB-Gerät verwenden, weil sonst normalerweise die App immer automatisch startet und das möchte ich nicht. Jetzt hoffen wir, dass er dann auch gleich erkennt. Okay. Okay, das seht ihr schon. Hat nicht funktioniert. Jetzt probieren wir es noch ein zweites Mal. Sehen, ob sich was tut. Also ich habe schon ein paar Mal benutzt, es sollte eigentlich funktionieren, aber auch mit dem Starten hatte ich das ein oder andere Mal schon Probleme. Okay, jetzt hat er zumindest schon mal gestartet. Jetzt gucken wir mal, ob wir irgendeinen Empfang haben. Okay, wie ihr schon sehen könnt, der Empfang vom ZDF ist jetzt so, dass man es nicht schauen kann an dieser Stelle. Dann gucken wir jetzt nochmal eins der ARD-Programme. Da kommt es halt immer darauf an, wo ihr gerade steht, ganz klar. Hier, wo ich stehe, wie gesagt, ist der Empfang grundsätzlich schlechter. Aber jetzt schauen wir nochmal, ob vielleicht die Tagesschau funktioniert. Ein satter Sound, wenn man es mag, der demnächst wohl teurer werden wird. Genauso wie Jeans, Whisky und die schon erwähnte Erdnussbutter. Übrigens, ja, nicht so mein Ding. Unter anderem auf diese Produkte müssten wir bald nochmal ordentlich Zollgebühren zahlen. Wird also alles teurer, hat die Europäische Union so beschlossen. Also wie man sieht, das funktioniert schon mal. Jetzt probieren wir nochmal ein anderes Programm. Wir probieren nochmal das erste. Läuft doch gerade die Sportschau. Eliseo Bristan ist selbst ein Bewohner des Armenviertels. Er organisiert das Training privat und ehrenamtlich. Seitdem sich die Nationalmannschaft für die WM qualifizierte, kommen mehr Jugendliche her zum Training. Hoffen einige, dass sie durch den Fußball es vielleicht... Also ich habe noch leichte Ruckler drin, also das Bild ist jetzt nicht perfekt. Das liegt aber sicherlich eher am Empfang. Jetzt läuft es flüssig scheinbar. Also ich denke, man hat gesehen, auch mit diesem Radio funktioniert das mit dem billigen China-USB-DVB-T2-Stick. Ich verlinke den dann unten nochmal in der Videobeschreibung, wenn ihr den suchen wollt. Also mit dem Radio habe ich den getestet, funktioniert er auf jeden Fall. Jetzt zeige ich euch nochmal den USB-Stick und ich zeige euch auch mal, wie ich die Antenne am Golf 5 einfach außen angebracht habe, ohne großen Aufwand, einfach nur provisorisch. So wie ihr sehen könnt, das ist jetzt also am rechten Kotflügel einfach nur magnetisch mit dem Magnetfuß hier hinter der Verkleidung befestigt. Die lässt sich einfach nach vorne ausklippen. Und dahinter, ich weiß nicht, ob man das hier sehen kann, ist der Magnetfuß praktisch an dem Kotflügel per Magnet befestigt. Klacke ich wieder ein. Und dann geht das Kabel einfach unter dieser Kunststoffverkleidung hier am Kotflügel entlang. Wie gesagt, das ist nur provisorisch. Das ist ja normalerweise eine Antenne, die man oben aufs Dach klippen würde und dann das Kabel einfach nach innen bringt. Aber ich möchte es im Moment erstmal nicht wieder lösen. Deshalb habe ich es einfach hier langgelegt. Einmal hier runter und dann geht es hier unten darum ins Handschuhfach. Und jetzt zeige ich euch nochmal den eigentlichen USB-Stick. Und da seht ihr jetzt den USB-Stick, den ich damit verwende. Ganz normal mit einem USB-Verlängerungskabel, was ich hinten ans Radio angeschlossen habe. Es bekommt also auch genug Strom. Es ist also keine externe Stromversorgung noch erforderlich. Der Strom kommt direkt über den USB-Anschluss. Und die Antenne geht ganz klar hinten in den USB-Stick so rein. Und mehr ist gar nicht nötig. Damit funktioniert das Ganze schon. Ja, wenn ihr da Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentarfunktion. Ansonsten soll es das für das heutige Video gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.